Okay. So. Ich gehe gerade wieder. Aufheben, Belohnung von. Er kann das nicht aufheben. Wieso nicht? Ach, weil ich voll bin. Klasse. Ich geb dir mal was, Onkel, dass ich was aufnehmen kann. So. Ach, kann ich wieder nicht aufnehmen. Oh. Onkel, ich geb dir mal kurz meine Bolzen. Dass ich hier was mitnehmen kann. So, habe ich jetzt? Ja. Habe ich die jetzt auch mitgenommen, die Belohnung? Nee, habe ich nicht. Scheiße, wo ist die Belohnung? Die ist verschwunden. So ein Scheiß. Jetzt Ich müssen wir spreche hier jetzt hier mit das Agamemnon am Abendessen. Feuer. Yeah. Willkommen, Eradan. Ich nahm an, dein Weg würde dich alsbald hierher führen. Willkommen, Eradan. Ich nahm an, dein Weg würde dich alsbald hierher führen. Du kennst meinen Namen, doch ich glaube nicht, dass wir uns schon mal begegnet sind. Nachrichten verbreiten sich geschwind in diesem Haushalt. Ich nehme an, jeder in Imladris hat inzwischen von deinen Heldentaten gehört. Aber solche Abenteuer ziehen häufig die Waffen und Rüstung in Mitleidenschaft. Vielleicht benötigst du meine Dienste. Woran arbeitest du gerade? Meine Schmiedekollegen und ich bereiten uns auf eine große Aufgabe vor. Bald wird man uns auffordern, das legendäre Schwert Narsil neu zu schmieden. In der Zwischenzeit habe ich meine Fertigkeiten verfeinert, indem ich mich der Veredelung von Edelsteinen widmete. Was meinst du mit veredeln? Ganz einfach, dass gewisse Gegenstände innewohnende Kräfte besitzen und ein geschickter Handwerker kann, durch seine Fertigkeit, diese Kräfte vergrößern und an einen vorteilhaften Gegenstand binden. Edelsteine sind sehr starke Gefäße für dieses Verfahren. Leider wird es immer schwieriger, geeignete Edelsteine zu finden. Die zunehmenden Schwierigkeiten im ganzen Land halten Reisende fern und unsere eigenen Leute entfernen sich nicht so weit von zu Hause. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich gehe bald wieder auf Reisen. Ich wäre sehr froh über deine Hilfe. Ich werde dir eine Liste der Edelsteine geben, die den meisten Wert für mich haben. Wenn du diese Steine sammelst, werde ich bestimmt etwas erschaffen können, das dir von Nutzen sein kann. Doch um von Nutzen zu sein, müssen die Edelsteine von höchster Qualität sein. Glücklicherweise haben wir einen Zwerg vom einsamen Berg als Gast. Sein Name ist Gloin und er ist Experte im Schätzen von Edelsteinen aller Art. Wenn du die Steine gesammelt hast, gestatte ihm, sie zu untersuchen. Er wird wissen, ob sie geeignet sind. Ich mache mich auf den Weg. Jetzt stehst du genau vom Eingang. Warte. Bin fertig. Ach, ich hab so einen Stufenaufstieg. Quatsch mal mit dem auch wegen Veredelung. Dann kannst du Edelsteine veredeln. Ja, du musst aber erstmal welche finden. Na, hab ich ja. Da musst du aber erst dann zu dem Schätzzwerg. Da ist irgendwie ein Zwerg, der schätzt die. Aha.
So, jetzt kannst du rauskommen. Oder warte, ich gehe hier durch. Ich will mit dem nochmal quatschen. Ah, lass mich mal wieder durch. Ich hab gerade angequatscht. Nee, er hat nichts mehr. So. Boah, ey. Warum komm ich denn nicht raus? Wiss ich nicht. Hier ist noch einer. Entschuldige meine Neugier, aber du scheinst nicht einer von Elronds Volk zu sein. Nein, ich bin einer von den Waldländern aus dem Düsterwald. Mein Name ist Legolas Grünblatt, Sohn von Tranduil, König des Waldlandreichs. Aber auch ich bin neugierig. Du scheinst weder einer dieser Menschen aus Tal zu sein, noch einer der Beorninger. Ich bin Eradan, einer der Waldläufer aus dem Norden, den Dúnedain. Ah, einer von jenen, die Aragorn folgen, dem Sohn von Arathorn. Er ist unser Oberhaupt, genau. Aber wie kommt es, dass ihr im Fernsehen kennt? Oh, Onkel, guckst du noch nicht so rein? Ein großer Wanderer. Obwohl er im Reich meines Vaters nicht häufig zu Gast ist er dort doch bekannt und wird hoch geehrt. Was führt dich auf eine so lange und gefährliche Reise? Unerfreuliche Aufgaben. Mein Vater sendet mich, um die Flucht von Gollum zu melden. Eine Kreatur, deren Bewachung Aragorn uns anvertraut hat. So. Was kannst du mir über diesen Gollum erzählen? Eine mitleiderregende Kreatur, die lange im Besitz des Rings der Macht war. Die böse Macht des Rings hat seine Seele zerfressen. Sein ganzes Streben zielt nur darauf, das wiederzuerlangen, was ihm genommen wurde. Wie konnte Gollum euren Wachen entkommen? Nicht durch mangelnde Achtsamkeit, aber vielleicht aufgrund zu großer Güte. Wir erlaubten ihm gelegentlich unter strenger Bewachung im Wald umherzulaufen. Aber bei einem dieser Ausflüge wurden die Wachen von Orks aus Dol Guldur angegriffen. In dem Tumult konnte Gollum dann entkommen. Wir folgten seinen Spuren über viele Meilen südwärts, bis wir in die Nähe Dol Guldurs kamen. Da wurde es zu gefährlich, ihn weiter zu verfolgen. Was ist das für ein Ort, dieses Dol Guldur? Eine Festung des Feindes im Süden des Düsterwalds. Der dunkle Herrscher lebte dort, bis er im Jahr, als der Drachen fiel, von dort vertrieben wurde. Aber es ist wieder zu einem Ort des Bösen geworden. Alle Dunkelheit des Düsterwalds hat ihren Ursprung in Dol Guldur. Wirst du bald in deine Heimat aufbrechen? Nein, ich wurde ausgewählt, bei den Gefährten des Rings die Elben zu vertreten. Ich werde den Halbling Frodo Beutlin auf seiner Reise nach Süden begleiten. Es scheint mir seltsam, dass Elrond bei so vielen Elben in seinem eigenen Haus dich als einen der Gefährten ausgewählt hat. Ich habe um diese Ehre gebeten und Elrond verweigerte meinen Wunsch nicht. Ich glaube, er war froh, jemanden aus seinem eigenen Haus jetzt weiter. Stellen zu müssen. Hier ist auch noch eine Tussi, die er anschwatschen kann. Alle seine Kräfte brauchen. Nur so aus Neugierde, warum hast du dich dafür freiwillig gemeldet? Zum einen, um die Flucht Gollums wieder gut zu machen, aber noch mehr, weil dies das letzte Kapitel in unserem langen Kampf gegen die Dunkelheit ist. Und ich einen Beitrag zu unserem letzten Sieg leisten möchte. Oder zumindest bei unserem letzten Akt des Widerstands in erster Reihe. Möge das Glück dir stets Holz sein, Legolas. Das war ein langes Gespräch. Leck mich am Arsch. Wo bist denn du jetzt her? Ich quatsche gerade mit so einem Typen. Das ist der Zwerg oder was, der die Steine schätzt? Ist so ein. Nee, ist so ein. Hilberbeutlin. Da auf der Brücke, da ist so eine Tussi, mit der du quatschen musst. Nein, hab ich recht. Bitte erlaube mir, mich vorzustellen. Bilbo Beutlin, zu deinen Diensten. Eradan, zu Diensten. Immer schön, einen Waldläufer des Nordens kennenzulernen. Ich habe gehört, was du und deine Freunde getan habt, um meinem Frodo und dem Dúnadan zu helfen, Bruchtal wohlbehalten zu erreichen. Du musst mir irgendwann alles darüber erzählen, damit ich es richtig niederschreiben kann. Es aufschreiben? Dann seid ihr also ein Chronist, Herr Beutlin? Ein Chronist, eigentlich eher ein begeisterter Schreiberling. Geschichte ist nur eine meiner Interessen. In letzter Zeit habe ich mich hauptsächlich mit Poesie befasst. Dabei kannst du mir vielleicht helfen. Ich schreibe gerade ein Gedicht für Aragorn und bei ein, zwei Zeilen hänge ich ein bisschen fest. Ah, hier ist er. Was ihr nicht sagt. Na dann lasst mal hören, was ihr da habt.
Na schön, na schön. Der Vers, der mir Schwierigkeiten bereitet, geht in etwa so. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Erneuert ist die Hoffnung, die sich begründet. Weiß noch mal. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Erneuert ist die Hoffnung, die sich begründet. Denn drei sind aller guten Dinge. Nun, Poesie ist halt nicht jedermanns Sache, nicht wahr? Vielleicht könntest du das Prinzessin Arwen zeigen. Sie hat die Gabe, ihres Volkes mit Worten umzugehen. Und dieses Gedicht wird ihr sicher sehr am Herzen liegen. Ich bringe es ihr. Ah, vielen lieben Dank. Und grüß sie bitte schön von mir, hörst du? Das werde ich. Also, lebt wohl. Okay, jetzt gehe ich mal zu der Tussi, weil wahrscheinlich ist das die. Dreh mal dein Mikrofon. Besser? Ja. Wahrscheinlich ist das die Tussi, wo ich hin muss, wa? Ja, da muss ich auch gleich nochmal hin. Mai Govan, Eradan. Es ist schön, dass du mich wieder aufsuchst. Ich muss häufig an Estel und meine Brüder denken, aber auch an dich und deine Gefährten. Ich braue weiter Mirovor, mache mir aber Sorgen wegen unserer schwindenden Vorräte. Ich brauche immer noch diese Zutaten, von denen ich neulich gesprochen habe. Ich habe einen Auftrag, den ich nicht vergessen darf. Hier ist ein unvollendetes Gedicht von Bilbo. Er bittet um eure Meinung und euren Rat, denn er meint, das Thema lege euch sehr am Herzen. Dann ist es bestimmt über Estel. Er schreibt gerne Ehren seines guten Freundes und ersucht daher häufig meinen Rat. Du darfst es bei mir lassen, Eradan. Ich werde mir darüber Gedanken machen und ihm selbst antworten. Danke, Prinzessin. Vielleicht kommt einmal die Zeit, wenn ich diese schönen Künste genießen kann. Aber heute habe ich dafür keine Zeit. Ich muss mich verabschieden, Prinzessin Namarie. Hä? Von was für ein Dings hat die gesprochen? Verstehe ich nicht. Was? Die hat jetzt gerade davon geredet, von irgendwelchen Rezepten. Keine Ahnung. Ja, die macht er denn für dich? Ja, aber ich habe doch gar keine Rezepte gekriegt, die ich holen soll. Die hast du dir schon übergeben, denke ich mal. Ach, die hast du wahrscheinlich vor uns genommen, weil du ihn angesprochen hast. Nee, nee. Bei mir hat sie auch das gesagt, aber ich hab das Stück gekriegt. Sei gegrüßt. Ich hoffe, Prinzessin Arwen hat ein paar gute Vorschläge für mein Gedicht. Ich möchte das Ding wirklich gerne vollenden. So. Teilen alle Hobbits deine Liebe zur Poesie? Ja, Höding. Ja, vermutlich, obwohl es in unseren Liedern und Gedichten für gewöhnlich um... Wie viel sind denn hier noch? Noch ein Zwerg gefunden. Guten Humor geht. Alles, was wir Himmli halt gefunden. Lieben, es unterscheidet sich ziemlich von dem, was man hier im Bruchtal findet. Du hast doch gesagt, du würdest ein Gedicht über Aragorn schreiben. Tja, man kann schwerlich lange unter Elben leben, ohne dass ein paar ihrer Gewohnheiten auf einen abfärben, nehme ich an. Obwohl ich bezweifle, dass ich es hier mit dem Elbenappetit auf Musik, Gedichte und Geschichten aufnehmen kann. Sie scheinen es zu lieben wie eine gute Mahlzeit. Vielleicht sogar mehr. Du musst ein Gedicht schreiben und ich habe ebenfalls eine Aufgabe zu erledigen. Lebe wohl fürs Erste, Bilbo Beutlin.